Super. Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Wie immer mit roter Nase, weil frisch Corona getestet, aber dann kann ich die Maske wenigstens weglassen. Auf jeden Fall hat sich in der letzten Woche eigentlich nicht viel getan, aber wir haben viele Themen für euch. Das wichtigste Thema ist natürlich Formel 1, also wir sitzen hier in Monaco, aber es gab ein Social Media hin und her. Jemand wirft uns einen Ball zu und wir werfen ihn zurück und haben uns letzte Woche getroffen, nämlich Finn Kliman. Und Klimansland ist ja für einige von euch ein Begriff. Die waren allesamt hier. Wir haben einen lustigen Tag erlebt. Das seht ihr aber am Ende dieses Clips. Und das Problem ist, ich sitze seit mittlerweile, sage ich nicht mehr Monaten, sondern es sind ja wahrheitsgemäß Jahre an der Formel 1. Axel seit 7 Jahren, ich seit 5 Jahren, im letzten Jahr fast Fulltime, also wirklich neben E-Mails und ein paar anderen wichtigen Dingen, komme ich nur noch zur Formel 1 und dadurch zeige ich euch oft auch Dinge gar nicht so, weil ich damit nichts zu tun habe oder ich sie dann einfach vergesse. Wie zum Beispiel dies hier. Hier ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch eingebaut. Warum auch immer. Funktioniert auf Klick, glaube ich zumindest. Funktioniert auf Klick. Machen wir natürlich nicht so, weil ansonsten würde ja jeder zweite Besucher so durchs Wunderland laufen, mal gucken, was noch sich so bewegt. Aber wir müssen an die Strecke rankommen, weil wir wissen bis heute nicht, wie gut die Formel 1 Autos fahren werden. Wir können die Anlage überall betreten, wir wissen exakt wo, aber auf Dauer ist auch das nicht gut. Also haben wir uns gleich gesagt, hier komm in Monaco, fahren wir gleich den ganzen Stadtteil hoch, krabbeln unter durch und können von hinten wunderbar arbeiten. Da hat Erik uns einen coolen Rahmen geschweißt und Schuh und Niki haben das dann gebaut. Wunderbar. Jedes Mal gucke ich da bei den Fahren, passt es oder passt es nicht. Auf jeden Fall, es kann sogar sein, dass ich das euch schon mal gezeigt habe, aber so diese ganzen anderen technischen Sachen, die viele, viele akribische Leute hier momentan machen, die kommen leider etwas zu kurz, aber das werden wir demnächst mal ändern. Denn die Formel 1 dominiert mich halt völlig. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, ich wünsche mir, dass im Computer die 24 Formel 1 Autos eigene Prozesse sind. Also wie eigene Fahrer, die ihre Intelligenz haben, ihre Skills, heute mal ausgeschlafen oder nicht, und im Computer wirklich gegeneinander fahren. Und dass es keinen Master gibt, der sozusagen alles vorgibt, sondern dass sich daraus ein immer abwechslungsreiches und neues Rennen ergibt. Und am Ende sich eventuell sogar überholte Situationen ergeben, die man so gar nicht vermutet hätte, aber trotzdem, dass sie realistisch sind. Bevor ich diese Überholmanöver beginnen kann, was eigentlich der letzte fehlende Schritt ist, muss ich es aber schaffen, dass die Fahrzeuge sauber hintereinander herfahren, den Bremspunkt vor jeder Kurve perfekt finden, sich nicht hinten drauf fahren, aber trotzdem so gut wie keinen Sicherheitsabstand halten. Das funktioniert auch schon super, aber jetzt hatten wir akut gerade das Beispiel, ich hatte endlich einen der letzten Fehler gefunden, dachte ich, und habe die dann 24 Stunden Rennen fahren lassen, hintereinander her, und nach 24 Stunden ist doch einer dem anderen mal hinten drauf gefahren. Bevor ich das nicht endgültig weg habe, kann ich nicht mit den Überholmanövern anfangen, weil wenn dann durch Überholmanöver so ein Crash kommt, dann weiß ich nicht, in welchem Softwareteil ich suchen muss. Das ist unheimlich langwierig, nervt mich auch mittlerweile, aber immerhin kann ich schon. Ich kann in die Boxengasse fahren, ich kann Startaufstellung fahren, ich kann Einführungsrunde fahren, Auslaufrunde, ich kann zwischen Formel E und Formel 1 hin und her wechseln, ich kann wirklich mit Höchstgeschwindigkeit hintereinander herfahren, das Videosystem ansteuern, das Soundsystem ansteuern, das ist alles fertig. Es fehlt nur noch der letzte Crash, den ich immer noch nicht finde, und dann kann ich endlich überholen. Ich hoffe, dass ich das in 5-6 Monaten, das wird so lange dauern, hinbekomme. Und jetzt kommt der Running Gag oder die Never Ending Story. Und ich hoffe auch, dass in der nächsten Folge, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich euch das schwarze Gold präsentieren kann, nämlich die erste Straßenplatine, die wir hier einbauen. Denn die letzte Folge, da habe ich schon mal erzählt, die Chinesen haben es aufgegeben, weil sie es einfach technisch nicht für realisierbar halten. Wir haben dadurch ein paar Kleinigkeiten noch geändert, sind zu unserem deutschen Hersteller zurück, der auch unsere Testanlage gebaut hat. Der hat gesagt, mit diesen Änderungen könnte das klappen. Wir haben den Anruf bekommen, sorry, es hat nicht geklappt. Es gab beim letzten Arbeitsschritt, war die Information, gab es ein Problem mit der Kupferauflage und dem Verschmelzen der Layer. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass es bis dahin alles einwandfrei war und dass dieser letzte Arbeitsschritt durch eine taktische Änderung auch fehlerfrei machbar ist, nur leider erst in 4 Wochen. Das heißt, der Running Gag geht weiter. Ich hoffe, dass ich euch nächste Folge die ersten Platinen präsentieren kann. Was machen wir noch so? Ich habe das hier letztes Mal auch hier vorgeführt, das Soundsystem. Das eigentlich für Formel 1 geschriebene Soundsystem haben wir am Flughafen erfolgreich im Einsatz und haben uns gesagt, dann machen wir das auch in Knuffing. Knuffing wird immer noch mit kleinen, ortsfesten Lautsprechern und ja, fast so großen Soundplatinen, die wir damals wirklich zusammengelötet haben, gesteuert. 21 Jahre jetzt schon, zuverlässig, immer gleichklingend, aber auch nie ausgefallen. Das macht es unheimlich schwer, sich zu sagen, komm, wir schmeißen so ein super funktionierendes System, gegen das sich nie jemand beschwert hat, raus. Aber wir wollen das natürlich, weil wir glauben, dass das neue System noch ein Tick besser ist.
Und da ist heute der Tag, wo wir den ersten Test machen können. Dafür muss ich noch ein bisschen Softwareänderungen vorbereiten, bin auch ein bisschen nervös, weil ich will das Alte noch nicht rausschmeißen. Das heißt, ich muss immer zweigleisig in der Software fahren. Aber da könnt ihr mir ja gleich mal über die Schultern schauen und Daumen drücken, dass das toller wird als vorher. Bis gleich. Schnell. Das liegt aber am Sound. Aber hast du das schon mal gehört, was du jetzt gerade hörst? Das klingt eher, das ist viel zu schnell und dadurch wird es zu hoch. Warum spiele ich das zu schnell ab? Aber wo ist er denn? Also er wandert auf jeden Fall. Ja. Aber das klingt ja echt so. Da muss ich auf jeden Fall mal suchen. Also es ist definitiv, ich spiele zu schnell ab. Ja. Damit kommst du zu hoch. Aber ich kann dir sagen, wo das Auto ist. Ja, lass mal am Leitstand gucken. So, es naht der Moment der Wahrheit. Was habe ich bis jetzt alles erledigt? Und zwar in Knuffingen war es so, dass wir damals, das ist 20 Jahre her, etwas aus technischen Gründen, weil es gar nicht anders ging und vielleicht auch ein bisschen aus Budgetgründen, an jede wichtige Kreuzung einen Lautsprecher unter die Platte geschraubt haben. Und da war sozusagen ein Soundmodul, wo fest so ein Martinshorn und ein Horn vom Rettungswagen und vom Polizeiwagen fest eingespeichert war, draufgespielt und ich konnte sozusagen per Kontaktgeber sagen, wenn ein Auto sich an dieser Kreuzung annähert mit Blaulicht, dann startet das Martinshorn oder das Presslufthorn, das E-Horn oder wie auch immer. Ganz lokal an einer Kreuzung. Es klingt immer noch wie am ersten Tag. Also das scheint nicht zu altern und es erfüllt eigentlich auch seinen Zweck. Aber es geht natürlich mehr, weil wir wollen, das ist das Ziel jetzt, dass der Sound mit dem Fahrzeug mitwandert. Soundmodul im Fahrzeug braucht zu viel Strom, braucht zu viel Platz und klingt scheppernd. Also war die Lösung, dass wir mehr Lautsprecher installieren und ein System genau kennt, wo die Lautsprecher sitzen und jetzt genau auch weiß, wo das Fahrzeug sich bewegt und dann über Pegelverschiebungen dem Zuschauer, der davor steht, eigentlich das Gefühl vermittelt, dass er das Auto, was er auch sieht, auch genau da hört. Ein wichtiges Detail habe ich nicht bedacht bei, ach komm, das machen wir mal kurz. Wir haben bis vor kurzem, über 20 Jahre lang, Knuffingen mit einem schematischen Gleisplan gesteuert. Das heißt, es ist wie so ein Eisenbahnstellwerk, weil die Jungs und Mädels damit besser zurechtkamen oder vielleicht auch einfach sich daran gewöhnt hatten, dass das alles sehr schematisch ist. Ein schematischer Gleisplan deckt aber nicht die Wirklichkeit ab, sondern die Wirklichkeit ist ein realistischer Gleisplan. Das heißt, hier sieht man das mal im Hintergrund, da sind die Straßen eingezeichnet und meine Fahrwege laufen jetzt genau so ab wie in der Realität auch. Nämlich nur so kann der Computer jetzt ausrechnen, weil er das Fahrzeug da ja gerade auf dem Bildschirm fahren lässt, wo die XY-Koordinate wirklich auf der Anlage ist. Und daraus erst kann Information generiert werden, welche Lautsprecher wie laut angesteuert werden müssen. Das Umzeichnen dieses Gleisplans, ich hatte es ganz vergessen, ich habe lange kein K-System mehr neu gezeichnet, hat 2 Wochen, Tag und Nacht gedauert, ist jetzt fertig. Die neue Software auf Knuffingen ist fertig. Die Lautsprecher sind eingezeichnet, ist fertig. Was fehlt jetzt noch? Funktioniert es überhaupt? Also ein erster Test. Und dann einpegeln sämtlicher Lautsprecher und vor allen Dingen zu konfigurieren, ab wo fängt welcher Lautsprecher in welcher steigenden Frequenz an, ein Fahrzeug also mit Ton zu versorgen. Wir sind bereit für den allerersten Test und den machen wir jetzt mal. Ich starte hier ein Feuerwehrauto. Ich mache mal bei einem Löschfahrzeug, da steht da, das Martinshorn an, beziehungsweise ich mache einfach nur das Blaulicht an, den Rest soll die Software erledigen. Ich höre schon was und fahre ihn los. Ich erwarte jetzt noch nicht zu viel. Ich erwarte jetzt sozusagen einen allerersten Eindruck, ob denn der Sound sich sozusagen bewegt. Hey, super! So, das ist jetzt schon mal sehr schön. Man hört da hinten irgendwie leises Feuerwehrauto, was näher kommt. Das war der Plan. Und da ist er. Und ich höre ihn tatsächlich. Also damit habe ich auch gar nicht gerechnet, dass es schon so gut funktioniert. Ich weiß genau, wo er ist. Das war mir eben schon aufgefallen. Da ist noch ein kleiner Softwarefehler drin.
Es ist sehr laut. Wir haben die Sounddateien noch nicht alle gleich gepegelt. Und ich habe extra verschiedene Martinshörner von verschiedenen, also das ist ein Presslufthorn, da habe ich verschiedene Soundfiles, verschiedene Hörner, damit es ein bisschen abwechslungsreicher klingt. Aber ein Fahrzeug sollte sich ja immer bitte das gleiche Horn aussuchen und nicht jedes Mal, wenn er an- und abschaltet, wieder ein neues Horn. Weil jetzt fährt hier ein Feuerwehrauto gerade durch die Gegend mit, der hat wahrscheinlich so eine Armada von Presslufthörnern verschiedener Soundqualität auf dem Dach. Das muss ich noch ändern. Jetzt wird es vor allen Dingen spannend. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo Zuschauer sehr dicht an der Anlage stehen und auch eventuell auf der anderen Seite. Deswegen macht das jetzt auch nicht immer an, weil das ist sonst. Und jetzt soll er hier punktuell anmachen und klingt gut, als wenn er das Horn selber anhat. Ach, er möchte nach Hause. Der Butsche möchte nach Hause. Er will Feierabend machen. Ist halt so programmiert. Wenn er zu seinem angestammten Platz kommt, schickt er das Ersatzfahrzeug nach Hause und zack. Aber er weiß ja auch, dass er den Auftrag hat, nach Zufallsgenerator durch die Gegend zu fahren. Und brav wie er ist, hat er das Tor auch gleich wieder hochgemacht. So, ich habe jetzt mal den Lärm ausgemacht, damit ich euch mal was abschließend erzählen kann. Ich war auf jeden Fall selbst überrascht, der Programmierer selbst war überrascht, dass Teile der Software sich richtig verhalten haben. Nämlich als das Fahrzeug in die Wache kam und Feierabend machen wollte, hat die Torsteuerung gewusst, du sollst weiterfahren, und hat das Tor gleich wieder hochgemacht, das Auto aber nicht. Das sind so Kleinigkeiten, weil das teste ich sonst so nicht, die einem dann wieder auffallen und die Fehlerliste, die man dann zu Hause erledigen möchte, länger macht. Also es gibt noch viel zu tun. Ich bin begeistert, dass das erste Sounderlebnis sozusagen so positiv war. Und ja, ich bin mir jetzt schon sicher, wir schmeißen die alte Hardware nach fast 21 Jahren raus und freuen uns, dass hier das Soundsystem auch verbessert ist. Wo wir uns auch sehr darüber gefreut haben, ist, es hat mich sozusagen in der Freizeit überrascht, dass Finn Kliemann einen kleinen Clip bei Instagram gemacht hat, wo er gesagt hat, er möchte so gerne mal das Miniatur Wunderland sich anschauen und er hätte auch Tipps, wie er uns hier helfen kann. Und da habe ich natürlich den Ball sofort zurückgeschossen und habe gesagt, ja, kommt vorbei. Und das ist passiert. Und wir haben ihn als erstes, er wusste gar nicht, er dachte, er fährt Magnetfischen in den Hamburger Fleets. Das haben seine Jungs und Mädels ihm erzählt. Und dann habe ich ihn auf der Brücke hier in der Hafen City überrascht und dann haben wir hier einen gemeinsamen Austausch und Basteltag verbracht. Ja, ich war richtig aufgeregt, ne? Ich dachte, Brian verarscht mich und wir fahren zum Miniaturwunderland. Hier, kannst du mal unten filmen, Tobi, oder wer auch immer? Hier. Weiter, weiter, weiter. Noch weiter. Noch mehr Sprung. Noch mehr. What the fuck? Ja, Jungs, seid ihr die Nächsten zum Magnetangeln oder was? Jeden Tag? Ja. Das geht nicht mehr. Ach Mensch, da ist er! Doch, hallo, hallo! Geil, Mann! Kommst du mit oder was? Ich bin der Captain, ja. Was? Nein. Doch, aber nicht dafür. Geil, ey! Dafür. Gerrit, ich bin ein Riesenfan. Ich war richtig schon aufgeregt gerade, weil wir in deine Nähe gefahren sind. Und Brücke gesehen, euren Glasübergang da. Und jetzt hatte ich gehofft, dass du schön im Ölanzug hier stehst und gleich im Ölanzug bei uns die Schiffe in Skandinavien steuerst. Geil, ey. Was ist hier los? Also doch, ihr seid geil, ey. Er ist fast kurz darauf gekommen. So, jetzt kommen wir zum Teil Bewerbungen und Neueinstellungen. Wir suchen ja immer kreative Leute, richtig verrückte Techniker, die spleenige Ideen haben. Und wir haben hier eine Bewerbung heute, den habe ich vor einer Stunde mal unter die Anlage geschickt, aber er kommt nicht raus. Komm mal raus, Jung. Wir haben Kleber. Weil? Hier vorne ist ein Wacklager A504. So, von Verrückten zu Verrückten, von Ländern zu Ländern, vom Miniatur-Wunderländer zum Kliemannsländer. Wir haben Finn Kliemann und seine Jungs heute hier und wir haben einen tollen Tag. Und Finn, schon was gefunden? Ja, deine Lichtsteuerung braucht dringend Updates. Die Karten sind alt, du kannst nicht mehr mit Delphi programmieren. Junge, du musst mal in die Neuzeit rutschen. Alles klar, ich lerne gleich das Schweißen, würde ich sagen, als Retourkutsche und dann können wir mal sehen, was wird. Schaut euch mal an, was wir hier diesen Tag erlebt haben. Also diese 5 Jahre Airport-Bau war auf der einen Seite mega Spaß, weil sich so verwirklichen zu dürfen, ist natürlich der Hammer.
Aber es war immer so, oh Gott, was bauen wir da? Bauen wir uns da unser eigenes Grab, weil das wird gerade mal 2 Monate funktionieren und dann fliegt uns das alles um die Ohren. Nee. Toi, 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 es läuft und läuft und läuft. Auch da wieder. Einklappbare Schienen. Überhaupt das System, wo die Flieger landen und wieder runtertransportiert werden und wieder rumkommen. Dann die ganze Programmierung mit dem Hangar, wie die rein- und rausfahren. Dann gibt es auch wieder das Einpacken der Flugzeuge und wieder raussetzen. Dann gibt es kleine Fahrzeuge, die schieben die raus und wieder rein. Das ist alles so wild. Ich finde das so unfassbar, wie gut du dich auskennst. Ja, weil ich das halt während der Lockdown-Phase alles durchgesuchtet habe. Mega. Die wichtigsten Begriffe im Miniaturwunderland sind Schattenbahnhof und Dauerbetrieb. Ja. Und Staub. Ja. Staub, unser größter Feind. Ja, wir hatten ihn begrüßt mit, wir machen als erstes einen kurzen Rundgang durchs Wunderland. Ihr habt gerade selbst gesehen, der kurze Rundgang war schon fast der halbe Tag. Aber es war eine lustige Zeit, aber wir wollten unbedingt ihn herausfordern. Und für die Leute von euch, die Klimansland-Folgen viele gesehen haben, da gab es eine Folge, wo aus 2 Twingos 1 Twingo gemacht wurde. Und das war natürlich die perfekte Herausforderung nach dem Motto, ey, du kannst das in groß zusammendengeln, kannst das auch in klein. So, wir dürfen jetzt was bauen und wir haben uns überlegt, wir machen den Doppel-Twingo, Twin-Twingo, Klimasand und dann stellen wir den irgendwo auf die Anlage. Farbe stimmt nicht, aber sonst. Unser ist schwarz, glaube ich, ne? Ja. Können wir nur lacken. Jetzt müssen wir alles trennen in der Mitte, alles. Richtig. Einfach auf dem Boden alles, ne? Natürlich. So, guck mal. Ist das überhaupt richtig rum? Das ist jetzt zu kurz, ne? Nein, 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 nein. Ich habe aus Versehen hier ein Stückchen ein bisschen vertauscht. Aber du, das jetzt. Jetzt ist original Klimasland, du. Genauso arbeiten wir da, wo ich herkomme. Hast du oft so kleine Jungs wie uns da, die irgendeinen Scheiß bauen wollen? Dann kommt Gerrit wieder an und sagt, hier, da musst du jetzt heute mal ran. Wow, alrighty. Dann habe ich dir hier so, das kannst du dann drehen. Guck mal, das ist ein ganz anderer Schnack. Okay, guck mal, nehmen wir hier so ein bisschen Rosé, du. Rosa ohne Malen. Das ist super. Das wird eine richtige Schrottschüssel, so wie alles bei uns. Kriegt Gerrit wieder E-Mails. Was ist das für eine Kacke da? Da steht Kylie Klim. Mehr ist nicht drin in der Kürze der Zeit. Und jetzt muss ich auch weitermachen, weil Monaco wird sonst niemals fertig. Fertig. So, können wir den auf die Anlage stellen? Ja. Bist du, guck mal, ich weiß, das ist das erste Ding und so, aber... Den Sticker, das war nicht meine Idee, aber da ist eine Schlange drauf und alles und es sieht ziemlich so aus wie bei uns. Ja, aber spannender Tag, würde ich sagen. Die Klimans- und Wunderländer haben sich ausgetauscht. Das ist auch geil, dass wir beide Länder sind, ja, ne? Ja, genau. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen eigentlich eine es gibt ja Städtepartnerschaften, wir müssen eine Länderpartnerschaft machen. Ey, also total, genau. Sehr, sehr gerne. Müssen wir irgendwie ein Klimansland hier bauen und ihr, was macht ihr? Wir schauen mal. Auf jeden Fall ist als nächstes dran, dass wir alle mal zu euch kommen. Ey, ihr seid alle herzlich eingeladen. Und, ich glaube, das wird geil. Alles, was ihr macht, machen wir auch bloß in groß und in Scheiße. Ich hätte so gelacht, was die immer alles machen. Und das ohne ernstzunehmende Verletzungen. Wenn hier bei dem Basteln des kleinen Twingos du dich das erste Mal verletzt hast. Ja, lässt, so dann Nagel hätte ich ab gelacht. Oder sowas Fieses genau. Oder so. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Und jetzt haben wir hier das Ergebnis. Das kommt jetzt gleich auf die Anlage. Es ist mir ein bisschen peinlich, auch vor allen Dingen zwischen den ganzen Miniaturfans und die Leute, die richtig Ahnung haben und Sachen machen. Aber zu meiner Verteidigung, ich habe auch Warhammer 40k und Herr der Ringe-Figuren angemalt. Sehr intensiv und Tischtennisplatten gestaltet und so. Ich bin auch ein bisschen vom Fach, bin ich ja. Vor allen Dingen bin ich aber Fan. Also ernsthaft von eurer Sache. Riesenrespekt. Auch an dein ganzes Team hier, waren alle sehr, sehr nett. Gleichfalls. Ich bin fasziniert von eurer Spontanität, Kreativität und vor allen Dingen auch das, was wir ja nun auch kennen, von dem Willen. Ja, wenn man eine Idee hat, wenn man für etwas brennt, dann macht man das ja, einfach voll. Und diskutiert das nicht klein. Ne? Ja, ist so. Und ganz ehrlich, es haben sich andere echt anders geschlagen als du. Das Ding ist so gut, dass es selbstverständlich jetzt hier auf die Anlage kommt. Das ist selbstverständlich auf den Schrottplatz in Hamburg. So, da klebe ich den jetzt rein. Schrottplatz, für den ganzen anderen Schrott, den wir so, nein, 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 ist super geworden. Und vor allen Dingen, ihr könnt ja mal alle mal suchen,
ob ihr ihn findet. Ja, ich sag ja, nicht. Ihr seht natürlich jetzt hier so ein bisschen, wo es ist, die Eingefleischten, aber vielleicht verstecken wir ihn ja irgendwann mal woanders. Also, pass auf, die Räder drehen sich wie Scheiße hier. Ja. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel geht denn so auf dem Weg dahin kaputt. Das ist nämlich der letzte Einstellungstest für ihn. Irgendwas hat auf jeden Fall Kleber am Arsch hier, das ist alles super jetzt. Ja, das zieht sich fest. Das wäre so geil, wenn ich jetzt hier reinbreche und irgendwas. Oh, geil, ey. Gerrit, vielen, vielen Dank. Toll, dass ihr da wart. Echt geil. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich auf der Baustelle stand und dann dein Instagram-Video sah. Ja, wir wollten euch ja nur helfen. Ich habe mich so gefreut, dass du gesagt hast, ey, hier Fan vom Wunderland. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Aber ist doch auch so. Ich habe mich wirklich auch vorbereitet. Also während des Lockdowns habe ich jedes verkackte Video von euch gesehen. Wirklich jedes einzelne und jede Technik analysiert und war richtig aufgeregt. Alter, das ist jetzt auch kein Spaß. Also als die Jungs dann erzählt haben, so okay, als ich dachte, okay, wir fahren hier in die Richtung, dachte ich so, oh Alter, wenn ich heute Gerrit treffe, das ist voll geil, weil du bist echt ein Vorbild. Also oh, danke. Für viele Sachen, ja, die du machst, und ich finde geil, dass ihr alle irgendwie voll kindlich geblieben seid und dass ihr dich hier rumspielt den ganzen Tag, das finde ich ja, echt cool. Mir geht's ähnlich. Ich habe den ganzen Tag gedacht, ich muss mir mal ein paar Scheiben von dir abschneiden, weil wir doch über die Jahre doch anfangen manchmal so, ah ja, ihr seid gewachsen, BG guckt manchmal vorbei, ja. Ihr müsst Sachen abschleifen, hier laufen Kinder rum und so. Ja, ja, ich weiß. Es ist auch nicht immer einfach, aber ich finde, ihr macht das für die Größe und für das, was ihr hier aufgebaut habt. Und das Rad, das ihr dreht, macht ihr das sehr, sehr gut. Geil. Gleichfalls. Und bleibt so, wie ihr seid und bleibt so verrückt. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Besuch bei euch. Ja, ey, bis bald. Kann sein, dass ich noch mal einen Monat warte, bis Deutschland uns besseres Wetter schenkt. Ja, ja. Und dann können wir was schweißen und irgendwas kaputt fahren und so. Genau. Das wird lustig. Ja, super. Ich bin dabei. Alles klar. Geil. Ja, das war ein sehr, sehr interessanter und schöner Tag. Und er hat uns gezeigt, dass Finn Kliemann es also auch im Kleinen kann. So wie wir Wunderländer das ja irgendwie seit Jahren auch schon bewiesen haben. Und die Kliemannsländer uns seit Jahren schon beweisen, dass sie im Großen aus nichts ganz vieles bauen können. Fehlt also nur noch, dass wir Wunderländer immer beweisen, ob wir auch aus großen Sachen irgendwie mit Gewalt und Spaß irgendwas zusammendengeln können. Und das machen wir im Kliemannsland im Sommer. Aber das Kliemannsland trifft das Miniaturwunderland. Die ganze Folge, die gibt es auf den Kliemannsland-Kanälen. Schaut es euch mal an. Finn Kliemann hat uns ja sozusagen herausgefordert und jetzt mal die Idee, wollen wir mal jemanden herausfordern? Habt ihr eine Idee, welchen YouTuber oder Social-Media-Star das Wunderland mit welcher Idee mal herausfordern können? Schreibt es mal in die Kommentare, wir sind gespannt. Mir bleibt nur noch zu sagen, es kommt jetzt sozusagen der Running Gag. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich euch bald wiedersehe und zwar mit einer Platine in der Hand von der Formel 1. Das könnte sogar passieren, weil so in 3-4 Wochen könnte das soweit sein. Und was mich natürlich auch wahnsinnig begeistern würde, ist, wenn in der nächsten Gerrits Tagebuch-Folge hier Gäste im Hintergrund sind. Wir hoffen sehr und ein bisschen haben wir auch gerade Hoffnung. Bleibt alle gesund, bleibt uns weiter treu. Vielen Dank dafür, dass ihr uns das jetzt schon seit so langer Zeit und auch besonders in der Corona-Zeit tut. Ich freue mich einfach auf die nächste Folge und sage bis dahin Tschüss.